Die Thermodynamik beschäftigt sich mit der Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie, wie in diesem Beispiel. In diesem Rohr befindet sich Gas, und wenn wir dieses Gas wärmen, dann dehnt es sich und drückt diesen Kolben nach rechts. Und diese Kraft wirkt dann auf dieses Wägelchen, das sich nach rechts bewegt. So kann man also Wärmeenergie in mechanische Energie verwandeln. Es geht aber auch andersherum. Das heißt, die Thermodynamik beschäftigt sich auch mit der Umwandlung von mechanischer Energie in Wärmeenergie. Wie zum Beispiel in diesem Aufbau. Die Gewichtskraft zieht diese Masse nach unten und längs dieser Kordel über diese Rolle überträgt sich diese Kraft F dahin. Sie zieht an dieser Kordel. Diese Kordel ist aufgewindet und wird sich jetzt dahin bewegen. Und das erzeugt dann die Drehung von diesen zwei Paddeln in dieser Flüssigkeit. Und diese Bewegungsenergie der Paddeln überträgt sich als kinetische Energie der Flüssigkeitsmoleküle. Und diese kinetische Energie nehmen wir als Temperatur wahr. Und somit steigt die Temperatur in diesem Behälter. Also haben wir mechanische Energie in Wärmeenergie verwandelt. Durch ein ähnliches Experiment hat Joule gezeigt, dass eine frühere Energieeinheit, die Kilokalorie, 4186 Joule entspricht. Wir erkennen hier numerisch die spezifische Wärmekapazität des Wassers.